So, die da auch noch töten. Dann haben wir hier einen Container, in dem etwas Energie drin ist. Und sogar einen Energiepunkt. Hier ist ein neues Nest. Bis dahin werden wir ja durchkommen mit den Einheiten, die wir haben. Eigentlich müsste hier gleich, genau, erstmal neue Stormboys. Aber was gefährlich ist, ist der Guardbot. Ja. Den sollten wir nicht mit dem Gun im Nahkampf bekämpfen. Der war Gun verloren und der ist schon wieder längst ein neuer entstanden. Durch die Biomorph-Fähigkeit. So, wir haben neue Ressourcen. Jetzt töten wir hier einen ganzen Haufen Orks. Und holen uns den Versorgungspunkt hier. Wofür auch immer Tyranniden einen Versorgungspunkt brauchen. So. Hier können wir den Versorgungspunkt schon mal einnehmen, während ihr die Stickbombers da erledigt. So. Brauchen sie noch mehr Stickbombers? Nein, ihr sollt den Punkt einnehmen. Gesichert. Ist zwar kein Siegziel, aber ist egal. Jetzt müssen wir da durchbrechen, dass wir an den Anforderungspunkt rankommen. Bumm. Kann ich ihm schon mal mehr Schaden ausgeben. Biologische Verbesserung unterwegs. So, soviel zu dem Guardbot. Einmal Holz bringen, um durch das Ding durchzukommen. Und die Giganten. Nein, die Giganten sollen den Punkt einnehmen. Stattdessen kann der Rest weiter vorrücken. Ressourcenpunkt erobert. Gut. Jetzt haben wir definitiv schon mal genug Ressourcen. Und eine Tyrannenwache. Noch mehr Energie. Und was ist hier drin? Noch mehr Energie. Jetzt können die Krieger den Punkt einnehmen, sofern sie hier durchkommen. So. Der Rest kann schon mal ein Stück weiter gehen, weil jetzt sind wir schon kurz vorm Ziel. Sind wir schon kurz vorm Ziel? Ressourcenpunkt erobert. Und das brauche ich nicht vorlesen. Das ist Tutorial-Zeug. Und jetzt holen wir uns Symbiontenbrot und noch mehr zusätzliche Ressourcen benötigt. Neue Einheiten auf dem Feld. Und ich wollte sagen, und zusätzliche Krieger, aber Krieger sind uns nicht gegönnt, wir haben nicht genug Anforderungspunkte. Aber wir haben es schon mal so weit geschafft. Dann laufen meine Symbionten. Die sollte ich nicht unbedingt dafür einsetzen, Brücken zu zerstören. Das könnte ich theoretisch mit meinen. Was? Es sollte kein Kampf geben, wer wir plündern. Da Pickups sind verstarrt. Macht der Hummel bereit, Jungs. Boss Katke, ich sag, wir müssen da Weg frei halten. So, die Symbionten können mal das Ding einnehmen. Da oben sind noch mehr Gegner, die weg wollen. Ressourcenpunkt erobert. Kannst du mal das da wegschießen?
theoretisch, oder? Nein, kannst du nicht. Doch, kannst du. Oder mit Biomorph einfach mal wegsprengen. Dann schieß noch einmal drauf. So, der Punkt gehört uns. Da sind aber noch weitere Gegner. So. Jetzt kann mein Schwabenlord, ich will immer wieder Hype-Tabeln zu ihm sagen. Kann mein Tür ran. Siegziel gesichert. So. Die Brücke zerstören. Einfach mal ein Biomorph hinschießen. Und die da sind Schwächlinge. So, ihr könnt den Punkt da noch einnehmen. Und hier lauft sowieso zu meinem Schwarmlord. Siegziel gesichert. Ganzen hier wegschießen. Dann schon mal hier Einheiten in Deckung gehen. Evolution abgeschlossen. Und jetzt muss ich meine Truppen ein bisschen koordinieren. So, Bevölkerungslimit haben wir jetzt definitiv genug. Dann kommt noch mehr Kriegerbrut, weil wir brauchen was, um Fahrzeuge wegzuschießen. Trupp entsandt. Biologische Verbesserung unterwegs. Und dann können wir ja schon mal den ersten Rezeptor platzieren. Verstanden. Der kommt dann auch Verbesserung hier abgeschlossen. Mit einer Tyranidenspore runter. Gebäude in Arbeit. Und wird gebaut. So, ihr könnt auch hier oben hin. Ihr seid getarnt. Getarnte Einheiten sind gut. So. Bau abgeschlossen. Hinterhalt ist gelegt. Du kannst da oben noch helfen. Für was haben wir noch genug? Nicht für Venatoren und auch nicht für Symbionten. Und ansonsten gibt es hier auch keine Punkte mehr zum Einnehmen oder Plündern. Doch, das hier gibt es noch. Das war Energie. Schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch etwas, womit wir Ausrüstung machen können. So, der Rezeptor steht schon mal. Hier ist alles gesichert. Wir sind ein definitiv etwas kleiner Schwarm. Na gut, da müssen Thermaganten herhalten. Thermaganten und Absorber. So, rufen wir da drüben ein paar Absorber. Und Thermaganten. So, damit haben wir hoffentlich genug Truppen. Also gehen wir, Jungs. Das sagen, da wird gemoscht. Das ist aufregend. Spürt ihr das, Jungs? Boss, da haben wir glitzernden Brücken zerstört, da du so toll fandst. Schätze, Junge, dann bist du tot. Auch sind lustige Typen. Aber die sind auf jeden Fall nervig, die Panzerknackers. Deswegen schalten wir die mal mit unseren Symbionten aus. Wir können ruhig mal in Adrenalin rausgehen. Symbionten. Wobei das jetzt nicht so gut ist, dass die Thermaganten hier im Nahkampf sind. Aber gegen meinen Schwarmlord können sie nichts machen. Oh, die Konvois haben Ressourcen dabei. Ja komm, Absorber, Nahkampf.
Aspirantenwache nah kam. Und ihr geht einfach irgendwo mal weiter vor und geht da in den unsichtbaren Modus. Das wäre echt praktisch, denen das Infiltrieren beizubringen. Also, dass sie auch im Laufen infiltrieren. So. Wo bleibt der nächste? Schub-Orks. Kommt schon, mein Schwarm braucht Futter. Ah, da kommen sie ja schon. Oh, ein geplünderter Panzer. Ist auch eine tolle Übersetzung. Das ist eigentlich ein erbeuteter Panzer. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, ist das ein Predator-Panzer, der orkisch designt wurde. In Dawn of War 1 haben Orks ja die Wasp-Panzer. Hier haben sie Predator-Panzer. Was irgendwie langweilig ist, weil das Chaos hat auch Predator-Panzer und die Space Marines haben auch Predator-Panzer. Hier steht da, ballert Pike auf meine Absorber. Dann zeige ich euch mal, wie meine Sekunden so drauf sind. Die zerfetzen euch mit ihren Krallen in kleine Häppchen. So, genau. Das ist mir neu, dass Orks grün bluten. Hm, das war nicht besonders viel. Kommt, schickt mir mehr. Ihr könnt mal aufgelöst werden. Ihr seid eh nur noch drei. Ah, jetzt kommen endlich wieder Pickups. Und Panzerknackers. Oh. Adrenalinrausch. Dann seid ihr nicht mehr unterdrückt. Aber ihr habt einen verloren. Kein Problem, der Schwarmlord führt euch gleich wieder auf. So, noch ein Ding kaputt. Und wir hätten wieder genug für einen zweiten Symbionten-Schwarm. Da kommen noch mehr Pickups. Neue Einheiten auf dem Feld. Neue Symbionten. Und wir haben wieder genug für noch einen. Ressourcen nicht ausreichend. Mist. Wir haben keine Bevölkerung für einen Rezeptor. Die kosten Bevölkerungslimit. Aber die Seite wird eigentlich ganz gut gehalten. Also schicken wir die mal hier rüber. Hier ist nämlich. Ah, da ist sogar der Warboss. Hallo Klatschgesicht. Chitinschuppen. Endlich mal Panzerung. Sehr schön. So, Adrenalinrausch. Und ein Weird Boy. Ein Orks-Moniker. Aua. Der Böse explodiert. Noch ein Pickup weg und das müsste der letzte sein. Genau. Bei der ganzen Gemosche haben wir unsere Ausrüstung verloren. Jetzt brauchen wir einen ganzen Tag, um alles wieder zu finden. Ja, der Schwarm hat wieder mal gewonnen und wieder viel mehr Biomasse gemacht. Wir haben gesiegt. Ja, was wir auch getötet haben. Und als Belohnung bekommen wir Sporenminen. Sporenminen werden zum Reifen und Transport von Tyranideneinheiten verwendet. Die Sporen haben feine Sensoren, die sogar eine vorzeitige Öffnung veranlassen, wenn Feinde zu nahe kommen. Eigentlich sind Sporenminen, wie der Name schon sagt, Minen. Und wir haben neue Ausrüstungsteile erhalten. Genetische Erinnerung.
gewährt reichlich Erfahrung. Recyceln Sie diese Ausrüstung, um Ihr angstgewählten Trupp Erfahrung zu gewähren. Da haben wir ja nur einen. Und Chitinschuppen. Plus 20 Rüstungswert, plus 75 Gesundheit. Dieser Panzer ist verdickt und gewachsen, sodass er auch, auch die wenigen Gelenke und verwundbaren Stellen des Schwarmlords bedeckt. Ah ja. Der Schwarmlord hat verwundbare Stellen. Und da sehen wir nochmal den Ork vor. Mit dem Weird Boy. Der hat keine Schädeldecke mehr. Ist ja auch krass. Es sind halt Orks. Und die trinken ein komisches Gebräu. So, jetzt können wir unsere Sache wählen. Mit Venatoren graben will ich nicht unbedingt. Ich nehme lieber Tyranniden zu Antrophen. Langsam empfindliche Artillerieeinheit ist mit der Fähigkeit konzentrierter Warpblitz und Warpfeld ausgestattet. Das hatten wir ja alles schon. Planet sicher ausdehnen, mir suchen. Ja, Calderis haben wir jetzt gesäubert, beziehungsweise alles die größten Teil der Warpmasse in uns aufgenommen, der Biomasse, Warpmasse, in uns aufgenommen und wir haben den Zoanthropen freigeschalten. Der kann Warpfeld nähern, der kann konzentrierter Warpblitz und rekonstruktive Synapse lernen. Dadurch wird die Heilfähigkeit von ihm sogar noch mehr verbessert. Aber nun zu unserem Lord, dem geben wir erstmal den Chitinpanzer. Und dann geben wir ihm die Erfahrung und kriegen ein ganzes Level ab. Schnelle Mutation. Der Schwarmlord kann ein zusätzliches Zubehör ausrüsten. Das geben wir ihm. Jetzt haben wir hier einen zusätzlichen Zubehörplatz. Da kommt jetzt erst einmal Biomorph wieder rein. Fürs Erste. Weil Sporenminen will ich nicht unbedingt benutzen. Gewährt die Fähigkeit Sporenminen. Lässt eine Sporenmine entstehen, die sich öffnet, wenn Feinde zu nahe kommen. Lässt bei Öffnung zufällige Tyranniden entstehen. Na, das klingt nützlicher. Das klingt echt nützlicher. Hat er dazu eigentlich genug Energie? Energie kriegt er nämlich sehr wenig. Der kriegt pro Level ab 10 Energie. Was nicht gerade viel ist. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.